Hallo und herzlich willkommen bei Friseur Basics. Mein Name ist Michael Wiesch und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich an diesem Puppenkopf den Pony so gestalte, dieses Mal, dass der an den Seiten ein wenig kürzer ist und so ein bisschen ein V hinfällt. Sehr cool für kürzere Haare. Ja, alle Haare sind kurz, dann hat man so ein bisschen ein langer, franziger, sehr texturierten Pony-Stirnmotiv. Und das machen wir jetzt, gell? Alles klar, Attacke! Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal folgen. Lasst auch einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch auf Amazon kaufen. Danke! So, dann haben wir hier wieder unser Dreieck vom Stirnmotiv abgeteilt. Ja, schön breit. Normalerweise ist es so, dass der Pony sieht super aus, wenn wir hier kürzere Haare. Kann man das sehr gut schneiden, dann verbindet man ja quasi die kurzen Haare vom restlichen Haarschnitt einfach mit dem Pony und der wird dann ein bisschen länger, geht dann hier nach rechts oder nach links, kann man den hinlegen. Ja? Also stellt euch das einfach kurz vor. Die Haare sind natürlich immer schön gleichmäßig nass. So, dass wir auch gute Kontrolle haben. Ne? Bei Ponys ist es ja immer sehr wichtig, dass man sieht, wo sind unsere Wellen, wo sind unsere Wirbel. Ja, aber das brauche ich nicht jedes Mal sagen. Dann haben wir ja unseren längsten Punkt haben wir ja schon von unserem alten Pony. Wie gesagt, wir wollen das jetzt wirklich so lang wie möglich lassen und dann versuche ich genau hier diesen langen Punkt mit zu erwischen. Der Trick bei dem Pony ist das, dass ich es, wie bei den anderen Pony, habe ich es jetzt zur Mitte hingezogen, ne, weil ich eine Länge nach außen wollte. Hier machen wir das Ganze andersrum. Ich will ja die Länge in der Mitte, das heißt, ich ziehe es nach außen. Einmal nach rechts, einmal nach links. Man kann es natürlich auch nur auf eine Seite werfen, ne? Und dann wird das Ganze halt einfach noch ausgeprägter, ne? Wenn man dann natürlich nicht hier die Haare auch wieder kurz macht. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich schneide ihr mal so diese schöne V rein, nur für so ein kurzer, frecher Haarschnitt, wo dann wirklich die Haare nach rechts oder nach links gehen. Alles klar. Jawohl, dann fangen wir mal an mit unserem Pony. Die Haare sind gleichmäßig nass. Im ersten Schritt werde ich jetzt die Haare dünne Passés von hinten nach vorne machen. Und da ja uns die anderen Haare hinten, die sind ja kurz, dann würde ich eigentlich am besten meine Schnittlänge, kann man oft machen, ne, die Schnittebene, die Schnittlinie von den Seiten oder von der Oberkopfgrenzlinie kann man ja auch schön nach vorne mitnehmen, indem ich dann die Haare schön hier auf meine Schnittlinie von der Seite mitnehme und dann ziehe ich die Haare direkt hierher und dann kommt die nächste dazu. So. Eben hier zur Seite. Jawohl, wir machen das Spiel, bis keine Haare mehr kommen. Wir haben eine stationäre Schnittlinie. Das bedeutet, alle Haare, die wir bekommen, ziehen wir immer hier auf diese eine Linie her. Okay? Also unsere Finger beim Schneiden sind immer am gleichen Ort. Ja? So, und dann sieht man ja schon einmal hier dieses schöne
etwas längere, franzige Stück. Kann man natürlich auch einseitig machen. Gell? Dann hat sie hier wirklich schön die langen Rübe. Das sieht auch gut aus. Aber wir wollen das jetzt mal so ein bisschen spitz machen. Dann gucken wir, wie lang sind unsere Haare rechts und links. Als Längenmaßeinheit nehme ich auch ganz gerne den Kamm und messe mir das so mit den Fingern ab. Dann kann ich auf die andere Seite rübergehen. Messe das hier auch mit den Fingern ab. So. Jawohl. Zack. So. Und wir wissen ja, unsere Schnittlinie war hier. Also ist sie auf der anderen Seite auch. Wir haben unsere Winkel im Kopf. Und dann dürfen wir das hier auch abschneiden. Wie seht ihr das dann am besten, wenn ich hierher stehe? Jetzt hat unsere Kundin hier dieses V, das kann man dann richtig schön so nach rechts oder nach links hinlegen. Ja, ganz cool. Ist dann eigentlich immer am Ende ein schräger Pony, nur den kann man nach rechts und nach links legen. Gell? Sehr cool. Wenn ihr dann fertig seid und ihr habt natürlich obendrauf auch noch eure kurzen Haare, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch einmal eine dritte Schnittlinie ein bisschen einbringen, um die Bewegung und die Textur noch ein bisschen zu verstärken, indem ihr die Haare hier noch einmal mit eurer Schnittlinie von hinten, vom Oberkopf, ne, da könnt ihr das dann natürlich auch noch einmal so mit eurer Fläche verbinden. Ja? So. So, jawohl, hier haben wir unseren kleinen V-förmigen Pony. Sieht so nach gerade runter natürlich ein bisschen komisch aus, aber ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Die anderen Haare sind kurz, ne? Die sind alle weg, seht ihr, und dann sieht das eigentlich ganz schnuckelig aus, wenn man hier die Haare so ein bisschen nach rechts oder nach links gehen können. Ne? Sehr cool. So, dann schauen wir mal noch einmal, ob so ein paar Haare rauskommen. Da das ein sehr franziger, sehr strukturierter Pony ist, ihr könnt die Haare auch gerne noch ein bisschen, denen noch ein bisschen mehr Bewegung und Struktur mitgeben, indem ihr die Haare noch pointet, ja? Aber ich finde immer ganz charakteristisch, die Spitze in der Mitte, die sollte man fast dran lassen. So, zeige mal das nochmal schön, wie ich dann da noch ein wenig mehr Textur dazugebe. Ich ziehe das wieder nach auf die Seite zu meiner alten, in die Nähe von meiner alten Schnittlinie. Jawohl. Und dann kann man das so alles noch ein wenig ausarbeiten. Einen kleinen Schnippel mit der Evidierschere, Modellierschere kann hier auch nicht schaden. So. Und dann haben wir in unserer Kurzhaarfrisur diesen schönen Pony für Kurzhaarfrisuren.
Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal folgen. Lasst auch einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch auf Amazon kaufen. Danke!